Frau Marx, am Freitag hat uns Frau Schwesig ihre größte Jugendsünde verraten. Können Sie 3 Zigaretten und ein Bier hintereinander noch toppen? Also in der Reihenfolge jedenfalls nicht. Was ist denn dann Ihre größte Jugendsünde? Also, ich weiß nicht. Ich fühle nicht so, dass es eine Sünde ist, wenn man in der Jugend Dinge ausprobiert hat. Insofern, das war deswegen, glaube ich, auch eben meine Reaktion so. Ich finde, es ist okay, als Jugendliche Dinge auszuprobieren. Und 3 Bier hintereinander macht man, glaube ich, auch in jungen Jahren mal. Und das ist, finde ich, definitiv keine Sünde. Sondern ab 16 auch erlaubt. Wir haben uns hier sehr viel mit Demokratie beschäftigt und ich habe mir immer mal wieder die Frage gestellt, warum ist eigentlich unsere Gesellschaft demokratisch? Liegt es einfach an der Verfassung oder ist es tatsächlich so, dass die Menschen einfach demokratisch sind? Weil wo lernt man das, Demokratie? Also Demokratie lernt man durch das Leben. Demokratie lernt man beispielsweise durch demokratische Prozesse, die auch in einer Familie sein sollten. Demokratie sollte man in einer Kita lernen, in den Schulen, in den Berufsschulen, an der Uni, im Arbeitsleben, da, wo sich Menschen gesellschaftlich, ehrenamtlich engagieren, überall da lernt man Demokratie. Und Demokratie gibt es nur, weil Menschen Demokratie erfahren in ihrem Alltag und Demokratie kommt nicht von selbst. Und wenn man als Kind, als Jugendlicher, als junger Mensch Demokratie nicht erlernt hat, nicht erfahren hat, dann sieht es auch schlecht aus um unsere Demokratie. Also Demokratie muss erlebbar und muss erfahrbar sein und zwar immer und überall. Und das sind dann auch Prozesse, die dazu geführt haben, dass wir ein demokratisches Grundgesetz haben. Und unser Grundgesetz ist eben, sind die Grundfeste unserer Demokratie, aber lebendig wird diese Demokratie durch die Menschen, die sie mit Leben füllen. Und zwar nicht nur im Landtag, im Bundestag, in den kommunalen Parlamenten, sondern auch im Alltag. Wie war das denn bei Ihnen? Wie sind Sie politisch geworden? Also politisch geworden bin ich, glaube ich, so mit 13, 14 durch die Anti-AKW-Bewegung und auch durch Engagement gegen Rechtsextremismus. Und ich war schon seit der 5. Klasse immer Schülervertreterin und habe da entsprechend mitgemischt. Ich habe mich ganz aktiv in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit immer als Jüngste beteiligt. Und das sind für mich so Grunderfahrungen. Und das ist eigentlich auch schon Politik. Also Politik ist ja viel mehr als Parteipolitik. Ich bin im Frühjahr 1998 in die SPD, in meine Partei eingetreten. Aber es war schon immer, seitdem ich wählen konnte, schon immer meine Partei. Und ich habe noch nicht eine einzige Wahl im Leben versäumt. Und das wird auch in Zukunft definitiv so sein. Überall da, wo ich meine Stimme abgeben kann, werde ich das tun und auch alle anderen dazu ermuntern. Ein anderes wichtiges Thema, was wir hier sehr, sehr viel besprochen haben, war dieses ganze Inklusion und Toleranz gegenüber anderen, Vielfalt leben. Die Frage ist, das fängt ja schon bei der Sprache an. Aber wie schafft man es, sensible Sprache in den Alltag wirklich zu integrieren? Also Inklusion heißt, dass ja alle Menschen in ihrer Vielfalt, auch zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigungen an unserer Gesellschaft teilhaben können, also mitmischen können und die Chancen gleich vergeben sind. Das ist ein Ideal, was ja definitiv nicht Fakt ist, aber es gilt dahingehend zu arbeiten, dass wir Chancengleichheit zum Beispiel für Kinder und Jugendliche erreichen, unabhängig vom Herkunft der Eltern, vom Bildungsgrad der Eltern und vom Portemonnaie der Eltern. Und da gibt es noch einiges zu tun. Und bei der Sprache, also ich denke, es ist zum Beispiel wichtig, dass man nicht in eine Sprache verfällt, die von ganz vielen Menschen nicht verstanden wird. Das heißt, jeder muss sich immer wieder checken, wer ist gerade auch mein Gegenüber? Also wer füllt den Raum oder wer sitzt mir gegenüber? Und sich da auch immer wieder selbstkritisch zu prüfen, wird das verstanden? Also ich versuche zum Beispiel, ich breche das mal in so ein Beispiel runter, wenn ich Besuchergruppen im Bundestag habe,
dann versuche ich ganz bewusst so ein paar Vokabeln nicht automatisch zu benutzen, wenn ich mit Fraktionskolleginnen oder Kollegen spreche, die eigentlich sehr geläufig sind. Abkürzungen, so ein paar typische Begriffe aus der Politik, die für mich und andere Politiker selbstverständlich sind, aber für viele andere eben nicht. Und ich ermuntere aber immer gerade ganz zu Anfang auch alle Gruppen, wenn ich doch mal einen Begriff benutze, der für mich vielleicht so selbstverständlich ist, dass er mir vielleicht gar nicht in dem Moment so bewusst ist, dass er von anderen nicht verstanden wird, da auch zwischenzugrätschen und zu sagen, halt, was heißt das? Ja? Also das liegt nicht am Unvermögen von anderen, Dinge nicht zu verstehen, sondern man muss sich selbst auch immer wieder so prüfen, dass man ja, so spricht, dass man verstanden wird. Und zwar von allen und nicht nur von einer kleinen elitären Gruppe. Ja, trotz aller Vielfalt, die meisten der Teilnehmenden hier kommen aus höheren Bildungsschichten. Wie kann man auch Jugendliche aus sozial schwächeren Familien motivieren, sich bei solchen Veranstaltungen zu beteiligen? Ja, ich glaube, da müssen alle, die so eine Veranstaltung aufstellen, sich auch immer wieder selbstkritisch prüfen. Wie kann es noch besser gelingen, dass eben auch Jugendliche aus anderen Kontexten hier stärker daran teilnehmen. Das ist zum Beispiel für uns auch ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, wer nimmt zum Beispiel an Jugendfreiwilligendiensten teil oder wer nimmt an Jugendaustauschprogrammen entsprechend teil. Auch da stellen wir immer wieder fest, dass es Jugendliche mit einem Hauptschulabschluss, mit geringeren schulischen Qualifikationen wir häufig nicht so erreichen, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und ich glaube, das hat manchmal auch was mit Hemmschwellen zu tun und mit Hürden, die manchmal schon im Kindesalter aufgebaut werden. Und darum, Chancengleichheit beginnt bei den Kleinsten. Und darum ist es auch so wichtig, das schon auch in der Kita, in den Grundschulen zum Thema zu machen, Befähigung und auch Mut zu machen. Und dass es nicht eine Voraussetzung ist, dass man, wenn man im Ausland unterwegs ist oder an solchen spannenden Tagen teilnimmt, aufs Gymnasium zu gehen. Und dass es auch völlig okay ist, wenn man vielleicht einmal mehr nachfragt, weil nicht die Fragestellenden haben ein Defizit, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, jeder, der Fragen platziert, auch wenn etwas nicht verstanden ist oder wenn man sich anders einbringt, das ist mutig und das ist wichtig und genau das braucht unsere Gesellschaft, dass alle Lust haben, daran mitzuwirken. Hier gibt es ja eine ganze Menge von jungen Menschen, die richtig Lust haben, mitzumachen. Und Herr Wiebusch hat uns auch schon versprochen, dass diese Positionen dann auch eingearbeitet werden. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie das dann praktisch umgesetzt wird? Also wir und ich auch persönlich werden uns die Idee nochmal konkret angucken. Das wird ja nachher vorgestellt, also wo ich ja schon mal so einen ganz guten Einblick in die verschiedenen Themenbereiche bekomme. Aber ich freue mich jedenfalls schon darauf, dann auch nochmal tiefer dahingehend einzutauchen und die Dinge zu lesen, die hier auch zu Papier gebracht wurden. Und ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass wir das dann auch den Kommunen in die Hand geben, den Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, den Kommunalpolitikern, die eben auch wissen, wie viele tolle Ideen junge Leute aus ihren Städten und Gemeinden hier in Berlin miteinander zutage gebracht haben und auch ganz klar Haltung zu ganz vielen verschiedenen Themen hervorgebracht haben, weil ich es wichtig finde, dass das nicht nur hier, ich sage jetzt mal in Berlin auf der Bundesebene bleibt, weil es ist auch ganz wichtig, dass das runtergebrochen wird, da, wo das Leben der Jugendlichen vor Ort ist, in den Kommunen, da, wo ihr zu Hause ist. Auch da, finde ich, muss jedenfalls die Beteiligung von Jugendlichen viel stärker werden und dafür werben wir auch bei uns im Bundesjugendministerium. Dann vielen Dank für das Interview. Sie werden ja jetzt selbst die Positionen der jungen Menschen mal anhören und danach hören wir uns und sprechen wir uns wieder. Ja, darauf freue ich mich schon sehr, die entsprechenden Ideen und Inhalte präsentiert zu bekommen. Wird bestimmt extrem spannend und das sind ja schon auch ganz, ganz viele Themen. Wir sind gespannt.